So, jetzt kommen wir zum Open Mic, Open Mic, ja. Offenes Mikrofon, sage ich lieber, mein Englisch ist schlecht. Und ich möchte jetzt gleich mal die Claire ans Mikro holen. Die Claire ist aus Frankreich und ich habe ja letzte Woche versucht, Frauen, ich bin ja eigentlich der Falsche, ja, dass ich mich über Frauenrechte unterhalten kann, weil ich keine Frau bin. Ja. Aber ich kann schon wahrnehmen, dass einiges im Schiefen ist. Und ich freue mich, dass jetzt die Claire sich den Mut genommen hat und sich da herstellt und jetzt eine Geschichte erzählt. Hallo an alle, mein Name ist Claire, ich bin Französin, 37 Jahre alt und ich bin seit 7 Jahren in Wien und ich bin wirklich sehr glücklich, auch in Wien zu leben. Nach dem, was in Frankreich gestern passiert ist, werde ich die Wahlergebnisse nicht kommentieren, aber ich werde euch eine Grund geben, vielleicht Optimist zu werden. Ich werde euch eine schöne Geschichte erzählen über was letzten Monat in Frankreich passiert ist und ja, also eine gute Nachtgeschichte sozusagen. Es soll ein bisschen Optimismus auch uns geben. Also, es ist dann letzten Monat passiert, es in einer kleinen Stadt im Norden Frankreich, Dunkerque. Es ist eine wichtige, also mittelgroße Stadt, dennoch wichtig und die Stadt ist ziemlich getroffen von Arbeitslosigkeit, Armut, sozialen und wirtschaftlichen Problemen. 2009 hat aber der Stadtrat einen Millionenvertrag mit Vinci unterschrieben. Vinci ist eine sehr wichtige Baukonzerne, es ist eine börsennotiert und es ist grundsätzlich im europäischen Bauranking steht der Konzern auf dem ersten Platz. Also es ist wirklich ein Bauriese. Und der Konzern hat sich bei Umweltschützern einen schrecklichen Ruf gemacht in den letzten Jahren wegen verschiedenen dubiösen und total unnötigen Bauprojekten, die wahrscheinlich nur dank der Hilfe ein paar skrupellosen Politiker entstanden sind. So, und 2009 war der nächste Vertrag schon für Vinci unterschrieben, und zwar einen Riesenstadion Namen des Projekts war Arena, in eine Stadt zu bauen, die es erstens gar nicht nötig hat und zweitens sich es nicht leisten kann. Kosten des Projekts insgesamt 300 Millionen Euro plus 17 Millionen Euro für diverse Studien vor dem Projekt. So war es einfach von den lokalen Politikern entschieden worden, ohne vorher die Einwohner zu fragen, ohne ihre Bedürfnisse, seien sie soziale, gesundheitliche, wirtschaftliche Bedürfnisse wahrzunehmen. 27 Jahre lang hätten die Einwohner von Dunkerque und danach ihre Kinder die Rechnung zurückzahlen müssen. In der Ausmaß der Absurdität erinnert mich dieses Projekt an dem Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 in Deutschland. Okay, es war viel, viel mehr Kosten, aber trotzdem, von der Absurdität war das so ungefähr ähnlich. Am Anfang haben sich 4 Leute dagegen gewehrt. Nur 4 Leute, also fast alleine gegen den Riesen Vinci. Die waren zu viert. Vinci macht einen Jahresumsatz von über 40 Milliarden Euro pro Jahr. Und natürlich am Anfang, man hat sie nicht wahrgenommen, man hat sie ausgelacht, man hat sie überhaupt nicht ernst genommen. Vor allem, wenn diese 4 Verrückten, wie sie damals betrachtet wurden, es gewagt haben zu behaupten, sie wollen gar nicht mal mit Vinci verhandeln, sie wollen ganz einfach, dass das ganze Projekt gecancelt wird, begraben. Die hatten das Gefühl, dass diese 4 Leute gegen die allgemein verbreitete Meinung waren, dass die gegen die Strömung schwammen. Und trotzdem haben sie weiter gekämpft, nur weil sie sicher waren, dieses Projekt ist unfair, weil es gegen die allgemeine Interesse der Bevölkerung war. So haben diese 4 Leute gesagt, wir haben keine Minute gezögert, wir haben dagegen gekämpft. Ein Verein wurde gegründet und allmählich haben sich mehr und mehr Leute, Vereine und Medien dazu geschlossen.
Und was haben sie gemacht? Einfach Militantismus. Vor Ort, direkt, auf den Straßen, auf den Märkten. Sie haben die Einwohner informiert, Internet, Vereine. Und immer mehr Leute haben sie allmählich an ihre Causa dazu gewonnen. Es hat insgesamt 16 Monate gedauert und dann ging es zu Gerichtsverhandlung, unterstützt von Experten, Journalisten. Und letzten Monat im April haben sie gewonnen. Das Projekt wurde endgültig begraben. Diese Woche haben sie noch in der Wochenzeitung Reporter, also es ist eine alternative Media, geschrieben. Wir haben den Menschen aus Dunkerque gezeigt, dass es möglich ist, die Realität zu ändern, sei es nur ein bisschen. Und dass man auch den Lauf des politischen Lebens auf seiner Ebene auch beeinflussen kann. Aber unser Kampf, haben sie gesagt, ist nicht zu Ende. Wir müssen dafür sorgen, dass die Politiker künftig unsere Interesse vertreten, die Interesse des Volkes und nicht ihre eigenen. Wir brauchen die Medien. Medien aber, die über solche kleine Siege schreiben, über solche optimistische Geschichten, über Möglichkeiten, die wir haben, dem Lauf der politischen Geschäfte entgegenzustehen. Wenn Journalisten in Tageszeitungen lieber über verheiratet werden oder wie viel kostet ein Hochzeit oder so weiter erzählen, sind die für mich keine Journalisten. Und was sie machen, ist Gegeninformation. Und Gegeninformation ist Propaganda. Es gibt jeden Tag Sachen, worüber wir uns empören. Kurz. Und dann holt uns der Alltag nach. Das Kind muss abgeholt werden, gebadet. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und wir denken zu oft, allein schaffe ich das nicht. Aber wir sind nicht alleine. Danke. Und jetzt gebe ich das Wort dem Moderator. Danke. Danke auch.